Einmischung ist für mich zunächst mal eigenes Handeln oder exemplarisches Handeln. Oder um es mit Nietzsche zu sagen, ich mache mir aus einem Menschen gerade so viel, als er imstande ist, ein Beispiel zu geben. Also das heißt, wir müssen es schaffen, selber beispielhaft zu handeln, in der Hoffnung, dass dieses Handeln dann überspringt. Das wäre der erste Punkt. Der zweite, da ich in einem Theater arbeite, wir müssen dafür sorgen, dass die Dinge der Gesellschaft nicht immer in denselben Bahnen verhandelt und abgewickelt werden. Das heißt, wir müssen für neue Orte sorgen, an denen die Logiken, die verhandelt werden, auch wieder neu befragt werden durch Wissenschaftler, durch Kunstschaffende, durch Schriftsteller und Schriftstellerinnen, durch Politiker, Soziologen und so weiter. Wir brauchen neue Orte, um das Diskursgemenge oder die Handlungsmuster durcheinander zu bringen. Wir müssen sie neu sortieren, neu, nicht nur neu denken, auch neue Räume schaffen. Das können Stiftungen sein, das sind aber eben auch Kunsträume, weil Kunsträume kein eigenes Interesse haben. Sie wollen nichts verkaufen, sie wollen die Fragen der Gesellschaft formulieren und exemplarisch irritieren vielleicht. Und aus der Irritation erfolgt dann der Ansatz zu neuen Lösungsansätzen, die man dann wieder überprüfen muss und wieder neu diskutieren.